Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mirim. Ja, beim letzten Mal, da hatten wir ja genau hier aufgehört und vor einer Minute hat es hier noch geschneit. Jetzt sieht es wieder nach schönem Wetter aus. Da hinten könnte man fast vermuten, geht die Sonne auf. Wir können ja mal schauen. Ja, 7.35 Uhr, vielleicht ist das tatsächlich auch so. Und wir machen uns in dieser Folge natürlich auf Richtung Nautilus-Werft. Geht ganz schön tief runter hier im See. Oder in dem Fluss. Naja, Fluss wohl eher nicht. Ist, denke ich mal, wie so eine Art Stausee hier vor dieser hohen Staudammmauer. Und... Oh, Muscheln! Ja, geil. Nehmen wir natürlich mit. Ich bin ja auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, was uns da so erwartet. Wiesenschaumkraut. Okay, krass. Habe ich vorher auch irgendwie noch nie so wahrgenommen. Ein paar Maiglöckchen noch sammeln hier. Ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was uns da wohl erwartet bei der Nautilus-Werft. Und... Also hier kann man ja auch wieder seine Sammelleidenschaft freien Lauf lassen. Oh, 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 was ist er für eine? Minotaurus, ich fass es nicht. Lol, ey. So ein Vieh noch. Die haben wir zum letzten Mal gesehen, als wir in, na sag mal schnell, wie hieß es noch? In Treoma waren, genau. Und der hat gereicht für unseren nächsten Stufenaufstieg. Das machen wir auch direkt. Oh, eine Eisbranke habe ich auch noch vergessen einzunehmen. Sehr schön. Levelaufstieg. Ich freue mich. Ihr seid aufgestiegen zur Stufe 31. Sehr geil. So, was nehmen wir denn dieses Mal? Auf jeden Fall Konstitution. Ja, Willenskraft. Ich weiß nicht warum, aber die letzten Male konnten wir immer bei Stärke nichts an Zusatzpunkten ergaunen. Deswegen nehme ich dieses Mal Geschicklichkeit. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Und ja. Oha, was haben wir hier? Das scheint wie so eine Art Schrein zu sein. Oha, ein Grab auf jeden Fall. Hat einer was ausgebuddelt. Ich fasse es nicht. Puh. Berserkerstiefel, was? Ah, und wir sind natürlich mal wieder zu schwer beladen, ne? Boah. Gut, dann müssen wir wieder auf unsere andere Kette ausweichen. Was haben wir hier? Frostöl. Ein Saphir, noch ein paar Groschen. Er ist ein Grab ausgehoben, aber es steht nur eine Urne drin. Das ist natürlich auch wieder sehr genial. Ja, wer auch immer das war. Ich keine Ahnung, ob das der Minotaurus hier war, der hier was geguckt hat oder was. Vor allen Dingen auch vor so einer Statue hier. Sieht wieder aus wie so ein Malfass oder sowas. Ja, okay, dann lasst uns mal weiter. Ich bin ja schon mal gespannt. Ja, Leute, jetzt schneit's wieder, ne? Oha, hier noch ein Greif. Ist ja lustig. Vorher auch noch nicht gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon fast, jawohl, die Nautilus-Werft ist. Lag ich auch exakt richtig mit meiner Aussage. Ha, da oben ist ja auch noch was.
Uiuiuiui, ganz schön viel, was es hier zu gucken gibt. Na, hier geht's jetzt nicht weiter. Doch, muss doch. Frage ich mich gerade, was das da oben wohl ist. Wie gesagt, ich schaue mich ja immer gerne noch mal um. Gott, was? Hier komme ich gar nicht so richtig hin. Und irgendwie hat uns jetzt hier leider auch die Musik verlassen. Oh, hier noch ein gestrandetes Boot. Oh, und Windwurz, Leute. Oh, wie toll. Sehr, sehr schön. Ein Südreichdegen? Was? Oh, was, Leute? Hier sind überall solche Truhen und so weiter. Muss ich mir tatsächlich mal eine Fackel anzünden? Na, da. Guckt euch das mal an. Die hätte man fast übersehen können. Und wir sind schon wieder zu schwer beladen. Oh, ich glaub das doch alles nicht. Ey, warum habe ich das vorher nicht ausgeleert? Aber, ich muss sagen, ich hatte gar keine Möglichkeit dazu. Weil das sind alles Sachen, die wir auf dem Weg hierher erst eingesammelt haben. Es sind noch so ein paar Groschen hier. Da haben sie aber sehr genau gelegt. Also man kann da nicht einfach mal so rüberhuschen. Seht ihr, dann sammelt man die nämlich nicht ein. Ist auch sehr lustig, dass sich das Segel da im Wasser spiegelt. Oh, Verzeihung, Leute, da musste ich irgendwann niesen. Habe ich mir gleich noch das Mikrofon um die Ohren gehauen. So. Hier sind noch mehr Truhen. Ich fass es nicht. Oh, was? Muscheln ohne Ende noch. Hoho, noch eine. Ach nee, das war die mit dem Streitkolben. Die wollte ich ja nicht unbedingt einsammeln. Aber dann gucken wir noch mal einmal hier rum. Es wäre eigentlich auch ganz cool, wenn hier schöneres Wetter wäre. Ja, wird ein bisschen mehr Spaß machen dann. Und wie gesagt, irgendwie hat uns jetzt hier auch die Musik verlassen. Kommen wir jetzt wieder hier bei dem Minotaurus jetzt raus, wo der war. Ja, tatsächlich. Okay, Leute, dann haben wir das soweit. Dann ist das anscheinend so, dass wir jetzt hier dann erstmal wassermäßig weitermachen. Wobei ich mich ja schon frage, was da oben zum Beispiel ist. Ach so, jetzt sind wir schon wieder zu schwer beladen. Ach, Leute, ey.
wird mir auch nichts angezeigt irgendwie, was das hier ist. Nordwall? Wie Nordwall? Hier kann ich, ist eine unsichtbare Mauer. Hier kann ich nicht weiter, Leute. Hier kann ich nicht weiter. Guck mal. Ich kann hier nicht durchschwimmen. Ui, das ist eine richtig unsichtbare Wand hier. Ich fass es nicht. Nordwall. Gut, okay, dann wissen wir das auch schon mal. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, wie wir das hier überwinden. Wenn ich das nicht durchschwimmen kann. Ne, ist echt eine unsichtbare Wand. Ist ja unglaublich. Ja, und ich werde hier jetzt mal einen Moment warten, weil es... Ihr könnt nicht warten, wenn Feinde in der Nähe sind. So, so. Das also auch noch. Ah ja. Jetzt wissen wir auch, wo die Feinde sind. Zwergenwächter? Ist ja geil. Da hinten ist auch noch einer. Hier noch einer. Ah ja, da hinten ist noch einer. Das ist sehr schön, wie du läufst. Jetzt komm schnell hin, bevor der runterfällt. Entdeckt die Nautilus-Werft. Oh, sieht ja auch fantastisch aus hier. Mit diesen Gefährten hier ist ja herrlich. So, jetzt würde ich aber... jetzt können wir warten. Jetzt würde ich auch gerne warten, dass es hier endlich wieder hell wird. Am besten wäre das ja, wenn das hier dann auch... Schnee hört leider nicht auf. Oh, Leute, mit den Kristallen, das sieht schon wieder so schön aus. Richtig cool. Ich bin echt mega gespannt, was uns da erwartet. Okidoki, dann lasst uns reingehen. Das mit dem Nordwall. Ja, muss ich dann später nochmal gucken. Und da ist gleich der nächste Gegner. Oh, Leute, das sieht so fantastisch aus. So geil. Das können wir nicht öffnen, das Tor. Oh, mit den Zwergenfiguren hier noch. Zwergenwächter. Das werden wahrscheinlich wieder Sternlinge sein, ne? Das ist doch das Sternenvolk hier. Geil. Oh, oh nein. Ah, Leute, ich muss erstmal mein Gewichtsproblem jetzt hier lösen. Das wird sonst gar nichts mehr. Wir sehen uns gleich an der Stelle hier wieder. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder zurück bei der Nautilus-Werft.
hier noch das eine Stahlschwert, was ich zurücklassen musste. Und ich habe jetzt endlich mein Übergewicht hier abgebaut. Ich bin einfach eben schnell nach Kabaed gereist und habe da eben in meine sichere Truhe die ganzen Sachen eben fix reingepfeffert. Ja, damit das ein bisschen schneller einfach geht hier. Den ganzen Kram hier, den können wir auch verhökern. So, ich kann ja auch mal meinen schönen Sonnenring hier anlegen. Dann haben wir gleich noch ein bisschen Licht. Sehr schön. Tja, sieht echt fantastisch aus. Schade, dass es so viel verschüttet ist hier. Oder kann ich leider auch nichts mitmachen. Die gehen leider auch nicht auf. So, dann haben wir hier noch die Bücher. Bauplan des Nautilus-Schiffes. Der Bauplan wurde in euch nicht verständlichen Zeichen verfasst. In euren Augen wirkt er eher wie eine sinnlose und wirre Anordnung von Linien und Kreisen. Ja, das ist aber das, was wir gebraucht haben. Quest aktualisiert, Artefakte aus der Vergangenheit. Ich habe den Bauplan für die Nautilus-Schiffe gefunden. Nun muss ich noch Hinweise darauf suchen, wie die Eterna von den Sternlingen besiegt wurden. Das ist noch eine Notiz. Warum denn wert des Lebens Glück nur einen Augenblick? Die zarteste der Freuden stirbt wie der Schmetterling, der hangend an der Blume verging. Wir ahnen, wir genießen kaum des Lebens kurzen Traum. Nur im unselgen Leiden wird unser Herzeleid in einer bangen Stunde zur Ewigkeit. Baubericht. Okay, das Dokument ist so alt und vermodert, dass ihr nur noch Teile davon lesen könnt. Kommen gut voran. Die Nexus-Kristalle für den Antrieb, Bauhalle, hier. Krieg am Verlieren. Noch eine Chance, Vernichtung, Kollateralschäden. Ja, alles klar. Also irgendwie funktioniert der Antrieb von den Schiffen wohl mit Hilfe der Nexus-Kristalle. Mit Nexus-Kristallen, glaube ich, sind wir auch schon mal in Kontakt gekommen. Ich bin der Meinung, war das nicht damals in dieser übelst harten Schmiede? Nee, eine Schmiede war das nicht. Was war denn das noch? Lasst mich kurz gucken. Hier. Nee. Stahltrossmine, so war das, genau. In der Stahltrossmine, das war doch die... diese Axt, die wir da gefunden haben. War die nicht auch irgendwie mit... Nexus-Kristallen irgendwie? Da kam doch extra noch ein Zwerg. Also einer von den Sternlingen vorbei und hat denen beim Bauen geholfen. Nexus-Axt des Wahnsinns, oder wie hieß die noch? Wächter Ineus, oder wie hieß er? Wächter Ineus, ja. Oh, ein Sternlingsschwert. Sogar einhändig. Befehle. Quest aktualisiert, Artefakte aus der Vergangenheit. Ich habe alles, was Gervasius von mir wollte. Nun sollte ich zu ihm zurückkehren. Okay, also der hatte den Bericht dabei. Können wir mal gucken, ob wir den lesen können. Befehle. Das Dokument ist so alt und vermodert, dass ihr nur noch Teile davon lesen könnt. In Sicherheit, Berge, die Eterna sind zu stark. Unsere Sternenschiffe werden wie die Fliegen abgeschossen. Einzige Möglichkeit, zwecks Rettung des Universums. Wir werfen den Stern Woran auf Win. Bleibt, wird die Eterna vernichtend. Okay. Ja, so sieht's aus, Leute. Die haben den Stern Woran hier rauf gefeuert.
das ist dann so etwas wie... Als wäre der Asteroid auf die Erde geflogen und hat die Dinosaurier mit sich genommen. Okidoki, ja. Oha, hier, nee, kann ich nichts machen mit den Dingern. Schade, das wäre ja geil gewesen. Da hätten wir so ein Teil nochmal von in uns angucken können. Weiß ich nicht, vielleicht kommen wir irgendwann nochmal hierher, weil das auch alles leuchtet hier. Nun gut, aber ich denke mal, das war's soweit erstmal. Ja, sieht fast so aus, als würde das hier noch weitergehen, aber... Ich glaube, jetzt im Augenblick kann ich da nichts weiter verrichten. Sehr schön, sehr, sehr schön, Leute. Also, die sehen ja auch richtig abgespaced aus, hier diese Astronautenschiffe kann man auch nicht sagen, die Nautilus-Schiffe. Aber das sieht fast mehr so aus, als wären das Unterwasserschiffe, also so kleine U-Boote. Nichts, um damit irgendwie ins Weltall zu fliegen. Nun gut, sei es drum. Oh, es ist auch wieder hell. Sehr schön. Dann können wir uns ja bei dem Norddamm hier nochmal umsehen. Ob wir da vielleicht doch noch was finden. Nanu. Oh, die hatte ich auch noch gar nicht eingesammelt. Nein, Leute, das gibt's doch gar nicht. Magisches Symbol, ich fass es nicht. Oh, 63 von 100, geil, ey. Gut, dass wir hier nochmal geguckt haben. Bombe, ey, Bombe. Boah, geil. Oh, herrlich, ey. Ne, aber die Barriere hier, die... können wir nicht überwinden. Also hier kommen wir nicht weiter. Vielleicht soll das auch so sein, dass man hier nicht weitergeht irgendwie. Sehr schön. Hier auch nochmal Muscheln. Ja, das habe ich alles ein bisschen übersehen hier, wo das hier so dunkel war nachher schon. Dann. Oh, geil. Haben wir noch ein magisches Symbol gefunden. Ist das klasse. Ja gut, ich könnte jetzt mein Pferd hierher holen. Und mit dem Pferd wisst ihr, das ist ja das reinste Bergsteigerpferd. Mit dem können wir immer überall hin. Ja, und es ist tatsächlich so, dass wir mit dem Pferd die Passage hier überwinden können. Das ist ja der Hammer, ey. So, es ist jetzt nur die Frage. Ja, weiß ich nicht. Hier sind irgendwie überall nur noch so eine Überreste, ne? Also so, da ist auch nur noch so ein Torbogen. Ah ja, hier können wir also passieren. Das ist ja komisch. Aber hier nicht. Hier ist echt so eine unsichtbare Wand. Ich fass es nicht. Hier können wir auch nicht rauf. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob hier überhaupt noch was kommt. Sieht schon ziemlich leer aus hier, das Gebiet, ne?
Ja, und da kommt auch das Signal schon. Ihr befindet euch am Rand dieser Welt. Ja, und ich würde sagen, wir haben jetzt ein Problem, weil es ist jetzt hier wie eine Sackgasse. Ich komme hier ja jetzt nicht wieder weg. Ne? Hier hochkraxeln kann ich nicht, selbst mit dem Pferd nicht. Ja, und hier rüber kann ich auch nicht. Ja, würde ich sagen, muss ich wohl neu laden, ne? Scheiße. Ich habe natürlich auch wieder nicht gespeichert, ich Dödel. Oh, super. Ja, da können wir uns jetzt wahrscheinlich nochmal über das magische Symbol freuen. Heli, ja, da liegt's noch. Oh, geil. Können wir nochmal einsammeln. Ja, ne, 63 von 100. Sehr schön. Hier setze ich jetzt aber wirklich ein Save. Ja, und was das da mit den Sachen da oben auf hat, das kann ich gar nicht sagen. 4. Auch derbe überall diese geilen Schiffe sind. Ist das cool, ey. Ja. Okay, Leute. Haben wir das auch noch rausgefunden. Ich würde sagen, das war's aber wieder für die Folge. Schwimme jetzt noch gemütlich hier zurück. Und beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Und da geht's dann wieder Richtung Kabaed. Und dort lösen wir dann einige unserer Nebenquests auf jeden Fall auf. Und ja, da bin ich schon mal sehr gespannt, wie es dann da weitergeht. Ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.